Im Jahr 1960 kaufte die MAV eine Lizenz für die Baureihe V43 bei der Arbeitsgemeinschaft für Planung und Durchführung für 50 Hertz Bahnelektrifizierung. Ziel war es, die elektrische Traktion zu erweitern. Die ersten Maschinen wurden in Essen gefertigt. Ab der 8. Lokomotive wurde die Produktion jedoch bereits nach Ungarn verlagert. Bis 1982 entstanden insgesamt 379 Lokomotiven, welche dank des verbauten Silizium-Gleichrichters schnell den Spitznamen Sili trugen. Bis heute werden die Lokomotiven universell eingesetzt, obwohl ihr Einsatzbereich kleiner wird. Um den Anforderungen des modernen Bahnverkehrs gerecht zu werden, wurden einige Maschinen ab 1999 umgebaut und erhielten unter anderem eine UIC-Dose unter dem Frontfenster. Die markante, farbenfrohe Lackierung der als V43.2 eingegliederten Maschinen brachte ihnen den Spitznamen Papagei-Sili ein. Auf den ersten Blick erscheint das Äußere der Elektrolokomotive eher schlicht. Betrachtet man die Lok jedoch länger, so kristallisieren sich eine Vielzahl kleiner Details heraus. Die Neukonstruktion von Pico gibt diese vorbildgetreu wieder und lässt keinen Wunsch des heutigen Modellbahnmarktes offen. Die Proportionen werden perfekt wiedergegeben und die zahlreichen, separat angesetzten Bauteile geben dem Modell räumliche Tiefe. Der Dachbereich präsentiert sich mit feinsten Dachleitungen, geätzten Dachlaufstegen sowie feingliedrigen Metallstromabnehmern. Bündig eingesetzte Scheiben, Handstangen und Scheibenwischer aus Metall sowie Lüfter mit Tiefenwirkung brechen die schlichte, markante Form der Lok immer wieder auf und laden zum Betrachten ein. Im Fahrwerksbereich warten die Drehgestellblenden mit freistehenden Bankstützen, Trittstufen und Sandfallrohren sowie einem filigranen Anlenkgestänge auf. Die glasklaren Scheiben ermöglichen einen Blick in das Innere des Modells, wo die vorbildgerechte Maschinenraumausstattung und die hochdetaillierte Führerstandrückwand durch die verbaute Beleuchtung optimal zur Geltung kommen. Zur Komplettierung für die Präsentationen der Vitrine liegen dem Modell eine Auswahl feinster Zurüstteile bei. Nicht nur in optischer Hinsicht weiß das Modell zu überzeugen. Auch technisch ist die Baureihe V43 von Pico auf der Höhe der Zeit und begeistert mit ausgezeichneten Fahreigenschaften. Die in Fahrtrichtung wechselnde Beleuchtung in Weiß und Rot sowie die Maschinenraum- und Führerstandsbeleuchtung sind in moderner LED-Technik umgesetzt und können problemlos digital geschaltet werden. Gleiches gilt auch für die Führerpultbeleuchtung. In der Soundausführung sind die Modelle ab Werk mit einem PSD XP 5.1 Sounddecoder ausgerüstet. Dank Pico Train Sound werden die Geräusche synchron zu Motorsteuerung und Funktionen ausgelöst und es ergibt sich ein hervorragendes Sounderlebnis. Die analoge Version kann mittels der PLUX 22 Schnittstelle im Handumdrehen für den Digitalbetrieb nachgerüstet werden. Egal ob Güterzug, Vorortverkehr oder gehobener Einsatz vor einem Eurocity, das Modell der BRV 43 von Pico macht immer eine gute Figur.